Ja Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Patch-Show auf hier auf Battlefield Timo. Und wie ihr seht, geht es heute um Crossfire Europe, der neue Patch, den ich euch vorstellen möchte. Ihr seht schon mal das neue Login-Bild und das allein also das neue Login-Fenster sieht ziemlich cool aus. Ja, also das war der Anfang, das neue Login-Fenster sieht ziemlich cool aus und so weiter. Und wir kommen jetzt zum neuen Content, im neuen Patch, das ist nämlich der, ich sag jetzt für die NA-Spieler mit. Der sagen wir hier Remote X-Patch, da weiß eigentlich jeder von euch, was gemeint ist. Ich drehe den Sound. Wir machen am besten gleich ganz aus. Safe. Okay. Ja, was gibt's neu? Wir gehen mal in den Capsule Shop. GP Capsules gibt's leider noch nicht, aber es gibt halt neu einmal das Gatling Gun Gold Crate. Ja, ist ein ganz normales Crate. Müsst ihr halt einfach für RP kaufen und drauf drehen. Und dann noch AK Knife BS. Die heißt bei uns dann AK Knife Stripes. Quatsch, AK Knife Advanced, hier heißt einfach AK 47 Knife Black Stripes. Also halt eine erweiterte Version der AK Knife. Und die Gatling Gun Gold eine erweiterte Version der normalen Gatling Gun. Item Shop haben wir neu die M16A2. Die kommt man bei uns in Crossfire NA für Bonuspunkte. Hier können wir uns die permanent für GP ganz einfach kaufen. Also finde ich ganz nett eigentlich die Idee. Charakter gibt es neu, einmal seinen Rucksack hier, das ist der Bigium. Backpack bringt 10% mehr XP, ist aber für RP temporär. Dazugehörend gibt es noch diesen Helm, der kostet genauso viel und ist ebenfalls hat ebenfalls 10% mehr XP. Dann gibt es dazu die dazugehörige Brille. Genau, auch genauso teuer noch mal diese Wasserflasche, die haben halt das Digicam, also Digicam Camo Design, sag ich mal, und bringen alle 10% mehr XP. Könnt ihr euch gerne kaufen, habt ihr schön 40% XP ab. Und sieht auch ganz nett aus. Item haben wir neu. Einmal das Xeno. Der heißt hier Blue Thunder, glaube ich. Also Xeno Spray könnt ihr halt an die Wand sprühen. Und das Knife Master Spray. Das müsst ihr halt temporär für GP kaufen. Das sind sozusagen der Hero. Und dann gibt es noch eine entsprechende Name Card, die finde ich, wo ich sagen muss, die sieht hammer aus. Ja, das sind so die neuen, so der neue Content jetzt. Im Item Shop und im Capsule Shop. Außerdem gibt es nun einen neuen Modus. Hier seht ihr Mutation Mode. Da gibt es den Predator Mode. Der ist neu. Der heißt hier Predator Mode. Der heißt hier Crossfire NA Hero Mode X. Können wir öffnen. Da gibt es die Map Dark Village. Die heißt bei uns Rooftops. Mansion. Das ist bei uns auch Mansion. Das ist gleich geblieben. Zone 13 kennt ihr ja schon. Pyramid auch. Xenix Spot auch. Das ist Tranquility bei uns. Und Random. Okay Leute, das war jetzt was Neues. Ich werde dann gleich noch mal kurz die Aufnahme pausieren, dann noch mal den Mode und die beiden neuen Maps in-game zeigen. Bis gleich. Ja Leute, willkommen jetzt zurück. Das ist hier der Predator Mode oder auch genannt Hero Mode X. Wir sehen den wir momentan jetzt in der Ego-Perspektive sehen. Das ist der sogenannte Hero oder auch genannt Knife Master oder Kommando, den wir jetzt hier gerade sehen. Das ist halt... Ja, dieser Typ hier, der sieht halt von außen so aus, also der leuchtet auch so schön, also der kann jeder sehen. Der hat eben so zwei Kukris in der Hand, wie ihr seht, also ein Dual Kukri, das sieht von außen anders aus als aus der Ego-Perspektive, ganz komisch eigentlich. Ich finde die in der Ego-Perspektive persönlich hübscher. Und ja, und damit muss er halt dann die ganzen Mutanten alle knifen vorher. Ja, er hat ziemlich viel AP, wie ihr seht. Ja, das sind aber auch nur ein paar Schläge von den Mutanten, das ist auch doof, seht ihr, ein Schlag. 1000, also kann auch nur ein paar Schläge vertragen. Wir sehen so eine coole Animation hier, wenn er stehen bleibt. Und ja, das wird man halt am Ende ab einer bestimmten Anzahl von Spielern, die übrig bleiben. Das ist halt je nach Anzahl der Spieler im Game verschieden. Also sieht das aus von den Soldiers, da sieht ihr das der Soldier. Und dann gibt es halt noch den Xeno, oder auch genannt hier heißt er glaube ich Predator. Dazu kommen wir gleich. Oh, ich muss mal kurz die Empfindlichkeit höher stellen. Ja, und wir sehen halt hier, das ist hier schon mal die Map Rooftop, sie gibt sozusagen, oder auch hier heißt die Village, glaube ich. Weiß nicht gar nicht mehr so genau. Und ja, kann man halt hier spielen. Jetzt wurde da ein Predator ausgewählt, der wird am Anfang der Runde per Zufall ausgewählt. Der wird hier immer oben mit so einem blauen Schild markiert, das ist er hier. Das ist sozusagen der Supermutant, der schießt einen Blitz und hat auch eine übelst große Reichweite. Und der kann sich mit G so ein Schild machen. Und dann kann man ihn jetzt kurze Zeit lang, also keinen Schaden machen oder halt weniger Schaden, und in der Zeit hat er auch so ein bisschen Boost. Ja,
um hier zu sagen, hier kommen ebenfalls Sublimboxen, viel schneller auch, und wir Soldaten machen sehr viel mehr Schaden, und desto weniger Soldaten übrig bleiben, desto mehr Schaden machen wir letztendlich. Und ihr seht, wenn die Leiste da unten voll ist, die unten, dann können alle, die noch leben, ME drücken und werden zu diesem Kommando, den ich euch eben gezeigt habe. Das ist jetzt der Editor hier, den müssen uns halt... Oh, okay, das ist nice. Müssen wir jetzt halt killen. Ich schaffe es natürlich nicht. Und ja, dann mutiert er uns halt. Wir sind alle selbst Mutanten und haben jetzt das Ziel, den Rest der Soldaten zu mutieren. Ja, ja, diese Map hier gibt es sozusagen drei Spots, sag ich mal. Kommen wir jetzt ein bisschen zu der Map hier. Da gibt es einmal den Spot hier oben zum Campen. Das ist mein Lieblingsspot hier oben. Da muss man halt erstmal raufkommen. Das ist ziemlich schwer, vor allem wenn da alle drängeln. Aber wenn man oben ist, ist man da auch ziemlich sicher. Der hier, da gehen die meisten, weil er einfach am leichtesten und am kürzesten zu erreichen ist, aber der ist am unsichersten. Hier gibt es noch einen, der wird immer unterschätzt, weil er halt so offen liegt, aber da kann man auch ganz gut überleben. Da gibt es noch den Spot hier oben. Da muss man hier so die Leiter hochgehen, da kann man hier oben auch ganz gut campen. Das sind so die Spots hier. Manche könnt ihr auch einfach hier unten verstecken. Okay, wir wollen mal versuchen, ob wir dem Kommando jetzt ein bisschen tot machen können. Nein, können wir nicht. Wir haben hier nicht mal Schaden gemacht, das war jetzt nicht so gut. Hier sehen wir jetzt nochmal, dass der Terminator übrigens heißt. Ich dachte mal, der ist Splatter, aber der ist Terminator. Das ist diese Super Xeno, ihr seht. Der Super Mutant, der kann mit Blitzen schießen, wie ihr seht, hat damit auch größere Reichweite und macht sehr viel Damage. Und kann halt auch sehr schnell schießen. Und der kann sich halt so eine Blase um sich machen, so ein Schild, dann kriegt er halt weniger Schaden in der Zeit und hat einen Boost, also einen Geschwindigkeitsboost. Ja. Was gibt noch Interessantes zu sagen, wenn ihr am Ende der Runde, also wenn ihr einen Mutanten jetzt schon bis zum Blinken geschossen habt, dann könnt ihr mit einem erweiterten Knife ganz einfach knifen. Und wenn ihr einen Mutanten hier knifet, dann spawnt er nicht mehr wieder. Sonst spawnt er halt immer wieder, aber dann halt nicht. Jetzt wurde der schon wieder, warum auch immer, zum Xeno ausgewählt. Da seht ihr, hier ist noch so ein Spam-Shot übrigens, wo man durchschießen kann durch die gesamte Wand hier. Ich kann nicht aus NA, NA habe ich ja alles schon erforscht, da ist der Pet ja schon viel länger da. Oh, da hat gar nicht aufgepasst. Und ja. Ich denke, er hat den Mode jetzt verstanden. Da gibt es halt verschiedene Maps. Und ja, und der Mode bringt übrigens, muss ich sagen, richtig Spaß. Ja, und dann habe ich euch jetzt sozusagen die Map hier Rooftops erklärt und den Mode. Dann kommen wir dann nochmal zum Menschen. Und ja. Dann bis gleich, Menschen. Leute, jetzt in Bezug auf Menschen. Persönlich meine Hero Mode X Lieblingsmap. Wir sehen hier, es spielt in so einem Haus. Hier gibt es so einen Geheimraum, wo man leider nicht rein kann. Weil das sieht ziemlich realistisch aus. Hier kann man halt die Treppen hochgehen. Hier oben rumlaufen. Hier kommen auch Subli-Boxen. Hier gibt es halt Fenster, die man einschießen kann. Dann kann man hier nochmal rumlaufen. Dann da zack und zack und zack und zack und da. Kann man dann halt draußen rumsitzen und schön campen, wenn das Ding noch ganz ist. Ja, hier ist halt diese Hütte, wo man halt diese Dinger da einschießen kann. Dann kann der Leiter nicht so leicht rauf. Und ja, hier müssen wir jetzt halt erstmal hoch. Und hier campen eigentlich immer richtig viele. Und wenn alle so eine MG haben, dann kommen die Mutanten hier auch nicht hoch, weil sie immer vorher totgeschossen werden. Okay, das ist entkommen. Eventuell werde ich ja Xeno, kann ja sein. Ich glaube, hier ist noch irgendwo ein Glücklicher, der campen kann. Ja. Und ja, also wie gesagt, die Map mag ich persönlich am liebsten, halt einfach, weil ihr so viele taktische Möglichkeiten bietet. Man kann hier halt die Fenster einschießen, dann kann man hier halt rumlaufen, und wenn ihr eine nette Lobby habt, also eine nette Spiele habt, dann schießen die das hier nicht ein. Dann kann man sich hier so schön ran campen. Also die meisten schießen das ein, ja. Da kann man halt noch rein. Ein weiterer guter Spot hier ist, da muss ich kurz hinlautschen. Okay, jetzt bin ich Predator, dann möchte ich den noch kurz erklären. Ihr seht, ich laufe hier halt rum, zack. Kann also Blitze schießen. Die haben übelste Long Range. Ich kann hier durch die Map sehen, also durch die Wand sehen und weiß, wo die ganzen Spieler sind. Jetzt mache ich kurz G an. Und die haben alle keine Chance. Oh. Scheiße. Habt ihr unterschätzt. Jetzt, ihr seht, wenn da oben so genug Leute sind, habt ihr kaum eine Chance. Und halt taktisch agieren. Übrigens, wenn ihr mit dem Xeno hier G macht, dann verliert ihr HP. Deswegen würde ich das nicht zu oft einsetzen. Und ja, was mir auch irgendwie auffällt, ist, dass der Mode hier anders ist. Also der
Mode, der Predator Mode ist hier anders als in NA, da ist irgendwie leichter. Da kann man ebenfalls noch hier halt außen dran rumlaufen und da. Ja, und ja, wenn die das Fenster eingeschossen hätte, wäre es einfacher gewesen. Also der draußen kann man auch noch lang. Da gehe ich kurz hin. Also hier ist nochmal ein guter Spot da. Und jetzt schaffen wir es. Wir schaffen es. Nein, wir schaffen es nicht. Ja, also ihr müsst wissen, irgendwie ist der Mode hier anders. Und ja, ich habe auch schon lange keine EU mehr gezockt, weil ich halt NA-Spieler bin. Und ja, ihr könnt ja mal mit NA mit mir Hero Mode X spielen, falls ihr glaubt, dass ich schlecht bin. Na super. Ich gebe noch so einen Trick, der geht so. Funktioniert aber auch nicht immer. Und naja, egal. Ich bin jetzt gerade nicht so gut drauf. Das ist halt die Uhrzeit. Bin ich meistens nicht so pro. Und ja, aber in N und EU sowieso nicht. Und naja, das war es eigentlich jetzt auch. Das war der neue Mode. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Bye.